Ja, Leute, wir können es nicht immer länger bieten lassen, wie der unten, unser Herzog, unser Landesherr da, Vogel, nicht Sturger. Der schmeißt das Geld einfach so zum Fenster raus. Und wir und seine Beamten, die müssen aber keine zahlen, keine Steuern oder so. Aber wir! Vom armen Kunz ausmacht, vom armen Konrad. Und wir, als armer Konrad, dürfen uns das nicht mehr länger bieten lassen. Genau. Wir müssen jetzt endlich mal zeigen dem Herrn da unten, wo es lang geht, stimmt, dass da alle welche sind, die aufpassen. Nicht, dass er meint, er könnte so nachmachen, wie er will. Was? Wir haben die Kraft, wir sind so ein Haufen Leute von überall her, seit er kommen. Aus Grobach. Ja. Aus Heppach. Ja. Aus Beilsbach. Ja. Wer nicht will bezahlen den bösen Pfennig, der redet zu mir in diesen Ring. Höre denn, meine Schwestern. Mein Wort ist Gottes Wort. Und so verkündige ich euch, der wäre für den Vollmeister, der trete hier in diesen Kreis. Also ich bin dafür, ich gang da rein, komm! Ganz bist du recht, ja, da, auf, komm! Jawohl! Ja, wir tun besser, wir Frauen, wir kommen mit! Wir wollen die Frau aus der Rade fallen! Ja, 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 wir machen das! Also in Gottes Name, Herr! Ja, genau, die Herren! Ja, die Herren! Ja, die Herren! Wir müssen jetzt beratschlagen, was wir machen sollen. Sollen wir, wie gesagt, nach Schondorf oder was machen wir? Ich möchte mal eure Meinung so hören und vor allem die vom Hochwürden. Meine lieben Schäfchen, mein Wort ist Gottes Wort und ich bitte euch deshalb, dass ihr auf mich hört. Sogar ich muss unter den willkürlichen Beschränkungen dieses blöden Herzogs da leiden. Der Wein verfault an den Reben und die Häuschen können nicht mehr gemacht werden, weil die Felder sich nicht mehr bestellen lassen, weil der Herzog seinen Jäger durchjagt. Deshalb bitte ich euch und handelt nach der Bibel. Nicht mit Worten, nicht mit Waffen kämpfen, sondern kämpft mit Worten. Ja, aber Hochwürden, was soll denn das? Ja, ja. Diese Weiberwirtschaft da bei den Herzog. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, rein Katze. Ruhe. Überall hat er seine angeschminkten Schnepfen rumstehen. Und wir müssen unsere Kinder zeugen, damit sie mit aufs Feld gehen. Also wirklich, ich finde, wir müssen da schon mal rüberziehen und dem Herzog unsere Meinung sagen. Ja, 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 genau. In Stuttgart sitzt er doch, unser Herzog. Ja, in Stuttgart, da treibt er das ganze Unwesen. Wir müssen ihm zeigen, wo der Bartelmus stolt. Gehen wir nach Stuttgart und holen ihn von seinem Ross runter. Ja. Freunde, Mittag. Ja, ja, ja. Das ist meine Meinung. Nein, aber sag mal in Stuttgart, guck dir mal das Häufle an. Wir müssen erstmal nach Schammach und die ganze Frauen aufreißen. Und dann gehen wir nach Stuttgart. Aber eher von Schammach, denn wenn Stuttgart einfach Leute, ihr müsst euch so viel recht geben. Das mit Sturger, das hat keinen Zweck. Wir rennen uns bloß die Schädel blutig am Tor. Sei doch ruhig! Lass mal ausreden! Sei doch mal ruhig! Wollt ihr nicht mal ausschwätzen lassen, euer Hauptmann? Das hat keinen Zweck. Der Dritte. Schlag uns bloß unsere Schädel nach. Aber in Schondorf, nehmen wir Verbündete, der Prägenzer. Die machen uns das Tor auf. Und wenn wir drinnen sind, dann sollen sie mal sehen, wie sie uns wieder rausbringen aus Schondorf. Das geht eben nicht mehr. Und wenn wir bei Schondorf sind, dann können wir immer nur nach Sturgert, wenn's lang. Jakob, was meinst du? Bist du rechter Mann? Sag mal was. Ja, sie muss uns zum Hauptmann zustimmen, das ist eine schwierige Sache. Wir müssen denen echt jetzt den Kopf einrennen, denen draufschlagen, nur was geht. Wir müssen einfach was unternehmen, wenn das so weitergeht, dann ist lauf ja, einfach mit. Das hat doch schon echt gesagt, genau. Also, ey Leute, ihr müsst alles her doch in die Ruf mit dem ganzen Geschwätz und Zeit. Wir müssen endlich was sagen, wenn dann nicht die Zeit bloß auf. Ja, genau, stimmt. Ich bin dafür, wir gehen nach Schondorf und zwar schnell. Ja. Außerdem haben wir unsere Sensor und unsere Lichtgabler. Denen werden wir schon zeigen. Die lassen uns bestimmt einer schlagen und pumpen den Schädel ein. Ja. Jawohl! Auf nach Schondorf! Auf nach Schondorf! Zum Dritten!
Die alten Gesetze bleiben erhalten. Wir fordern die Landschaft zur Huldigung an unserer Person auf. Bauern, was soll das? Das könnt ihr mit eurem Herzog nicht machen. Ich sollte euch alle strengstens bestrafen. Ja. Aber ich will euch eine letzte Möglichkeit geben. Geht alle friedlich zurück auf eure Höfe und bewirtschaftet in alter Demut. Wer auf des Herzogs Seite steht, bleibt auf meine Seite. Wer auf der Seite des armen Konrads vom Hungerberg steht, der trete auf meine Seite. Wir gehen. Ach doch. Ach, und verstärken nehmen wir auch keine Krieg, Mensch. Ach, was? Ich habe keinen Sinn mehr. Ich denke schon, kriegen wir mal was. Überall sind die Scheiße. Herzogliche. Und die geben uns Käuferpflege mit. Wir können doch nicht mehr. Was sollen wir machen? Ach, lass dich mal den Haufen rasieren haben. Weitermachen, wir sind viel zu wenig. Aber ich, ich stand zu unserer Sache, das war eine gerechte Sache. Der kann uns nichts machen. Ich stelle mir Herzog. Wir haben alle zu dir. Ich Vollmer, klar. Die Pflicht doch voll bei. Ja, genau. Ich stelle dem Herzog. Wir von dem der Kopf abschlagen lassen. Ihr wisst ja, was im Tübinger Vertrag steht. Aber es war eine gerechte Sache. Bevor wir von dem der Kopf abschlagen lassen, da gehe ich lieber ins Ausland. Wer also, geht mit? Feige, Sau, du Feige!